Super, liebe Anna, vielen Dank für diese tolle Einführung. Ich glaube, das ist genau das, der Dialog, du hast es angesprochen, Dialog mit der Gesellschaft, das sei nötig. Und genau das haben die zwei nächsten Speaker nämlich gemacht. Sie werden uns nämlich jetzt endlich die Studie vorstellen können, die Sie schon länger daran sind. Es ist eine Studie von der SATW und Stiftung Risikodialog. Es geht darum, was denkt und fordert die Gesellschaft von der KI. Und von dem her bin ich jetzt als Nächstes sehr gespannt, auch diese Erkenntnisse von euch zu hören. Nun, meine Damen und Herren, was ist sie nun, die Stimme der Bevölkerung zur künstlichen Intelligenz? Wie gesagt, dem sind wir nachgegangen in einem gemeinsamen Projekt von SATW und Stiftung Risikodialog mit Unterstützung von A+. Mein Name ist Matthias Hollenstein, Geschäftsführer der Stiftung Risikodialog, und uns interessiert seit 30 Jahren, wie der gesellschaftliche Diskurs über Technologien funktioniert und was auch zur Akzeptanz oder Bereitschaft, Technologien einzusetzen, beiträgt. Dass Digitalisierung ein großes Thema wird, haben wir vor ein paar Jahren schon aufgegriffen mit dem Digitalbarometer und haben dort eben die Bevölkerung schon mal gefragt, ja, wo seht ihr denn die Themen, wo seht ihr Chancen, wo seht ihr Gefahren, wo seht ihr Handlungsbedarf? Und zwei Dinge sind mir bei all den Projekten immer wieder geblieben. Das eine ist, es gibt eine hohe Differenzierung in der Bevölkerung gegenüber Technologien, gegenüber digitalen Technologien. Es ist nicht so, dass künstliche Intelligenz einfach böse oder gut ist, sondern man schaut sehr gut darauf, wo sie angewendet wird, wie sie angewendet wird und in welchem Rahmen sie steht. Und das zweite, das immer aufgefallen ist, ist die Frage eben, wo will die Bevölkerung denn mitreden? Sei es eben in den Anwendungsfeldern von digitalen Welten, sei es in der künstlichen Intelligenz. Und da merkt man eben die Unterschiede. Es gibt Bereiche, die unumstritten sind. Es gibt Dinge wie der Vorteil von einer bildgebenden Diagnostik, vielleicht bei Hautkrebs, da sagt die Bevölkerung, überlassen wir den Expertinnen und Experten, wie das angewandt wird. Und es gibt Dinge wie, vor allem wenn es Richtung Politik, politische Meinungsbildung zum Beispiel geht, wo ganz klar eine gemeinsame Lösung, eine Partizipation gefordert wird. Und wir sind fest überzeugt und teilen das auch mit der Forschung, uns wurde im Schluss des Referats auch angedeutet, eben dieses Teilen von Wissen, Vermitteln von Wissen über Technologien ist das eine. Das andere ist diese Auseinandersetzung auf Augenhöhe, das gegenseitige Lernen, das Zuhören bei der Bevölkerung, das Zuhören von Forscherinnen und Forschern, aber auch Zuhören bei der Politik, dieses gemeinsame Gestalten hilft und trägt dazu bei, eben, dass Technologien einen Weg finden, wie sie, ich sage mal ganz kurz, gut und tragfähig angewandt werden können. All dies gilt ganz sicher auch für die künstliche Intelligenz, wie vorher gerade gesagt wurde. Und wir sind daher aufgebrochen durch die Schweiz, durch eine kleine Reise durch die Schweiz von Ost nach West und haben in verschiedenen Workshops und verschiedenen Stationen die Leute gebeten, zu uns zu kommen, in die Locations dieser Veranstaltung. Und für drei konkrete Anwendungen, das wurde vorher, glaube ich, auch deutlich, KI per se ist sehr allgemein, sondern drei konkrete Anwendungen, eben die persönliche Meinungsbildung, die persönliche Informationsbeschaffung, die Anwendung von künstlicher Intelligenz im Personalwesen, im HR und die Anwendung von künstlicher Intelligenz im Bereich Medizin. Darüber haben wir mit den Menschen gesprochen, das war wirklich faszinierend, mit Leuten von 18 bis 88 zu sprechen und zu hören eben auch, wie differenziert sie sind und, das wird Manuel nachher berichten, wie ähnlich die Resultate und Aussagen waren, was die Experten in den Guidelines eigentlich schreiben. Und das ist doch mal ein Kompliment an die Bevölkerung und an die Forschenden. Worum ging es? Wie ganz zu Beginn erläutert wurde, gingen wir in einer Ist-Analyse zuerst mal gefragt, ja, beschäftigt euch, was sind die Chancen, wo seht ihr Anwendungen, wo ist es euch nicht so wohl? Wir haben ziemlich so gefragt, wo braucht es irgendwas Handlungsbedarf und eben welche Lösungen, und das fand ich eben auch spannend, welche Lösungen sind dann den Leuten im Kopf. Und das Spektrum war breit. Das Spektrum war breit im Bereich Fake News oder persönliche Informationsbeschaffung, gestützt auf KI wie Bots, da Kompetenz zu entwickeln. Wir müssen damit als Bürgerin, als Einwohnerin dieses Landes umgehen können, bis hin, da braucht es mehr Forschung oder eben Sie als Politikerinnen und Politiker sind gefragt, weil wir da gemeinsam Rahmenbedingungen suchen müssen. Wir haben in drei Themenfeldern gearbeitet. Wir haben hier auf dieser Folie eine Übersicht, was generell die Hoffnungen und Sorgen der Bevölkerung aufgrund dieser Workshops eigentlich waren.
Sie sehen zum einen, nicht überraschend, wir haben eine eben sowohl als auch Sicht. Man sieht viele Aspekte, die uns helfen mit der künstlichen Intelligenz, wo wir das weiterentwickeln wollen und anwenden wollen. Und wir sehen rechts Dinge, die die Leute beschäftigen. Und wie gesagt, sie sind nicht weit weg von dem, was wir wahrscheinlich in einzelnen Studien vorher gesehen hätten, was Anne Schoppe gesagt hat. Zwei Beispiele daraus. So, es gibt einen Überblick oder eine Hoffnung, dass das Leben besser wird, wenn ich so allgemein formulieren darf, die Lebensqualität, und zwar in ganz verschiedenen Bereichen. Das beginnt, ich werde entlastet von Routineaufgaben. Die beste Zahnpaste und die beste Flugdestination muss ich nicht mehr von Hand suchen, dann unterstützt mich die künstliche Intelligenz. Die Diagnostik in der Medizin wird besser, wir haben daher medizinische bessere Betreuung. Das ist die positive Seite, Sie haben in den Unterlagen auch alle anderen Aspekte, die genannt wurden. Auf der anderen Seite gibt es Aspekte wie Entmenschlichung, haben wir das mal zusammengefasst, was darum geht. Wie gestalten wir diese Kooperation? Wir wollen eben nicht nur Mensch oder Maschine, sondern wir wollen Mensch und Maschine. Und im medizinischen Bereich war das am offensichtlichsten in diesem Workshop. Die Leute waren dafür, dass man künstliche Intelligenz zum Beispiel in der Diagnostik einsetzt, aber ein Automatismus von der Diagnostik, und da hat möglicherweise diese von der Allgemeinheit zum Einzelfehler mitgespielt, die automatisierte Diagnostik, die zu einer automatisierten Therapie führt, ohne dass ein Mensch dazwischen steht, das macht den Menschen Angst. So wollen sie es nicht haben, sondern sie wollen andere Rahmenbedingungen, und die wird uns jetzt manuell erläutern. Dankeschön. Vielen Dank, Matthias. Ausgehend von diesen diversen Hoffnungen und Sorgen, hatten die Teilnehmenden in den Workshop Herausforderungen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz diskutiert und auch Empfehlungen formuliert, wie diesen zu begegnen ist. Und siehe da, es sind definitiv Erwartungen gegenüber der Politik vorhanden. In den Bereichen Social Media fordern sie vor allem mehr Transparenz bei der Prozessierung ihrer Daten. Da stellen Sie sich vor, dass eine stärkere Regulierung der Rechenschaftspflicht von Unternehmen Abhilfe schaffen könnte oder das unterstützen könnte. Ein weiterer Ansatz wäre, den Quellcode von Social-Media-Plattformen offenzulegen. In den Bewerbungsprozessen ist den Teilnehmenden wichtig, dass keine Diskriminierung stattfindet, wie bereits auch schon vorhin erwähnt. Hier ist es den Teilnehmenden zentral, dass atypische Profile in Bezug auf die Trainingsdaten der Systeme nicht pauschal benachteiligt werden. Hier könnten Qualitätslabel, die einen ethischen Einsatz von KI markieren, diesen Punkt unterstützen. In der Medizin war eine Hauptherausforderung oder eine Hauptsorge der Teilnehmenden ein mangelnder technischer Reifegrad der Systeme. Um systematische Fehler vorzubeugen, sollten die Systeme sich selber und ihre Entscheidungen selber erklären können. Hier helfen Richtlinien und Standards, auch um den Datenschutz effektiver durchzusetzen. Ausgehend von diesen Erwartungen der Teilnehmenden haben wir drei generelle Forderungen abgeleitet, die quasi anwendungsübergreifend gelten. Einerseits soll die Verständlichkeit der KI-Systeme verbessert werden und deren Einsatz transparenter gestaltet sein. Es soll klar sein, wo, wie und zu welchem Zweck KI eingesetzt wird. Außerdem sollte kommuniziert werden, was die Möglichkeiten und Grenzen der Systeme sind. Zweitens, um die Möglichkeiten und Grenzen besser verstehen zu können und nachvollziehen zu können, ist es wichtig, dass wir das Wissen und die Expertise rund um künstliche Intelligenz stärken. Dies sowohl beim Fachpersonal, welches künstliche Intelligenz einsetzt, wie auch in der breiten Bevölkerung, die von den Effekten der Entscheide von KI ausgesetzt ist. Drittens ist die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zu stärken und optimieren. Der Mensch muss dafür im Zentrum der Entwicklung der Technologie sein, also eine menschenzentrierte KI. Grundvoraussetzung dafür ist wiederum ein transparenter Einsatz der Technologie und dass wir die Grenzen und Möglichkeiten davon einschätzen können. Nur wenn wir diese drei Forderungen erfüllen, werden wir das volle Potenzial von KI ausschöpfen können. Wir haben
die besten Voraussetzungen, sehr verehrte Damen und Herren, um in der Entwicklung und Anwendung einer menschenzentrierten KI eine führende Rolle zu übernehmen. Dazu werden wir den Diskurs mit der Bevölkerung brauchen. Wir sind mit unserer direkten Demokratie und unserer gelebten offenen Diskussionskultur in einer sehr guten Ausgangslage und gegenüber anderen Ländern auch im Vorteil. Unser Projekt geht zu Ende. Die Diskussionen haben allerdings erst gerade begonnen. Wir sind in einer aktuell sehr spannenden und großartigen Zeit, in der wir die Anwendung der Technologie und deren Rahmenbedingungen gemeinsam gestalten können. Dafür braucht es uns alle und auch Sie. Also helfen Sie mit. Das Schweizer Volk, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes erwarten es von Ihnen. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, gemeinsam experimentieren und voneinander lernen. Wir sollten es uns nicht leisten, das große Potenzial dieser zukunftsträchtigen Technologie nicht bestmöglich zu nutzen und zum Wohle aller einzusetzen. Vielen Dank für Ihr Engagement.